Servus Leute, es gibt Neuigkeiten zur Arena und zwar hat BSG auf all ihren Social Media Kanälen eine Roadmap dazu veröffentlicht, was uns in den nächsten Patches erwartet und wann das in etwa zeitlich zu erwarten ist. Das Ganze schauen wir uns mal an hier in diesem Video. Viel Spaß! Im Hintergrund seht ihr die Roadmap und wenn ihr die selber mal durchlesen wollt, verlinke ich euch die natürlich unten in die Beschreibung oder im Comment. Und es werden drei Patches angekündigt, einmal 0150 Gameplay-Patch, dann 016 Content-Patch und dann 0200 nochmal einen Content-Patch. Es gibt auch vage Zeitangaben. Der nächste Patch Ende Februar, das ist schon bald. Ende Februar heißt bei BSG auch gerne mal Anfang März. Also das ist mit Vorsicht zu genießen hier, die Zeitangaben. Dann Mid-Spring, Mitte Frühling. Kann auch gerne mal Ende Frühling heißen. Midsommer kann auch gerne mal ja, Ende Sommer heißen. September, Oktober. So ist es bei BSG, aber wollen wir ihn jetzt mal nicht vorhalten. Nur so als kleine Vorwarnung, dass man sie darauf vielleicht nicht so festnageln sollte, auf die Zeitangaben. Dann schauen wir mal, was es in diesen Patches so gibt. Gameplay Pledge 015. Improvements to Ranked Mode. Das kann viel heißen, ist aber nötig. Preset Tier System. Ein Tier System für die Presets. Mal sehen, wie das aussieht. Und Ability to select a preset tier before matchmaking. Hört sich für mich so an, als ob man ein Tier auswählen kann, mit dem man dann gematcht werden will. Aber ob das wirklich so ist, schwer zu sagen. Warten wir mal ab, wie das wirklich wird. Dann die Presets werden komplett reworked. Also neu gebalanced. Improvements to the preset leveling system. Also man verbessert das Level-System, wie man die Presets levelt. Dann ein Team-Limit. Wie viele Presets vom selben Typ in einem Match gekauft werden können. Interessant, mal sehen, wie sie das umsetzen, weil bis jetzt war es ja so, dass man immer eigentlich bloß ein Preset hatte, was man wirklich spielt. Da wird sich wohl einiges ändern, also mal sehen, wie das wird. Und dann das neue Hitbox- und Armor-System wird implementiert. Da bin ich ein bisschen skeptisch, dass es auch wirklich so gut ist für einen Competitive-Shooter, weil halt das Hitbox- und das Armor-System da etwas, ja, großen Random-Faktor mit reinbringt. Ne? Also ich sag bloß, Armpit One-Shot, ne? Ihr kennt es aus Escape from Tarkov. Mal sehen, wie das in der Arena wird. Da könnte es etwas Gejammer geben. Und ja, ich hoffe, dass es gut wird. Aber wie gesagt, etwas skeptisch. Dann die Improvements zu Custom Lobbies. Also man kann jetzt die Presets einstellen. Man kann das Character Skill Level einstellen. Man kann die Rundenanzahl einstellen. Und Teamnames kann man einstellen. Das heißt, ja, es sind wohl Verbesserungen, um dann da eigene kleine Turniere abzuhalten oder ähnliches. Dann eine neue Map kommt, Chop Shop für den Teamfight-Mode. Und dann natürlich Client Performance Optimization. Performance Optimization. Das ist immer gut. Dann der zweite Patch für Mitte Frühling ist der angesetzt. 0160 Content. Eine neue Map, Block, ein neuer Game-Mode, Last Hero. Für mich sehr interessant, finde ich. Es ist der Solo-Game-Mode, auch für Ranked. Dann kommt endlich der Unranked-Mode, dass man da vernünftig Anfänger-Presets oder die ersten Presets leveln kann. Das ist sehr wichtig. Quality of Life Improvements, das heißt, ja, Quality of Life spricht für sich selbst. Und die Cleanup-Crew Behavior Improvements, die Cleanup-Crew wird verbessert. Mal sehen, wie das wird. Dann weitere Optimierungen. Anti-Cheat Improvements. Das ist natürlich ein sehr weitläufiger Begriff, aber Anti-Cheat wird besser. Ist gut. Dann die Synchronisierung von Escape from Tarkov und Escape from Tarkov Arena Game-Profilen. Das heißt, Mid-Spring könnte dann mit dem nächsten Vibe dieser Patch kommen, dass dann Tarkov und Arena synchronisiert wird, dass die Skills miteinander Hand in Hand gehen, dass die Rubel übergreifend sind und bleibt abzuwarten. Und dann, ja, auf jeden Fall ein sehr interessantes Feature. Wenn das gut umgesetzt ist, dann ist es ein Feature, was es so keinem anderen Spiel bis jetzt noch gab, also mir ist es nicht bekannt. Und kann sehr interessant werden, dass man halt Rubel in Arena farmen kann oder Rubel in Tarkov und die dann in der Arena einsetzen kann, dass man die Skills auf beiden levelt und wenn es gut gebalanced ist, dann ist es eine gute Sache. Man kann natürlich auch bloß alles in Arena farmen oder einfach bloß Tarkov spielen. Das ist natürlich auch klar. Solange sich das nicht gegenseitig irgendwie, dass man sich nicht verpflichtet, dass man das eine spielen muss, um wirklich erfolgreich zu sein. Das wäre eine doofe Mechanik. Ich hoffe nicht, dass das so sein wird. Denke ich auch nicht. Implementierung von eines Overtime-Systems im Teamfight-Modus, okay? Es wird irgendwie eine Overtime geben, mal sehen, wie das aussehen wird. Und dann der Patch 0200, Content-Patch, Midsommer, mal eher von Ende Sommer aus. Preset Customization, also Presets kann man dann hier modifizieren, und zwar das Equipment und die Waffen, dass man wirklich Presets, ja, selber erstellen kann. Bis dahin sind es immer noch vorgegebene Presets. Dann neue Map, neuer Game Mode. Dann
Technische und funktionale Verbesserungen. Okay, wieder sehr weit gefasst, aber da wissen sie wahrscheinlich auch noch nicht genau, was da so drin sein wird. Dann Quality of Life Improvements. Mal wieder, immer eine gute Sache. Dann Custom Lobby, wieder Verbesserungen. Match History, Moment, könnt ihr das hier sehen? Match History, ob das jetzt dann auch eine Demo-Funktion heißt, weiß ich nicht. Mal sehen, bleibt abzuwarten. Dann Ability to View Player Profiles, also Spielerprofile wird es auch in der Arena geben. Und Achievements. Achievements wird es auch in der Arena geben. Das sind die drei Patches, die uns erwarten in der Arena. Und ich freue mich schon insbesondere auf den Patch Ende Februar. Da kommt endlich mal wieder ein bisschen Hype in die Arena. Und ich denke, das sind gute Änderungen. Aber wie es dann wirklich wird, das werden wir dann erfahren, wenn wir es selber spielen können. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ja, das war die Zusammenfassung von der Arena Roadmap. Und ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Und wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis dann.